Wer noch nie rohe rote Beete gegessen hat, der sollte sich unbedingt auf diesen Salat einmal einlassen. Du brauchst lediglich 2 rote Beete, einen Apfel, geviertelt und entkernt, ein bisschen Zitronensaft, damit der Apfel nicht braun wird, ein bisschen Öl, ich habe in dem Fall Sonnenblumenöl genommen, und als Topping obendrauf ein paar gehackte Haselnüsse. Ich gebe die rote Beete einfach in meine Küchenmaschine und lasse die arbeiten. Jetzt kommt der Apfel, immer ein bisschen im Wechsel, damit nicht alles zusammenklebt. Jetzt ist der Salat fast schon fertig. Gebe ein bisschen Zitronensaft dran, dann das Öl. Und ihr seht jetzt schon, wie schön sich der Apfel mit der roten Beete vermischt hat. Es kommt alles in die Schüssel. Haselnüsse drauf, Walnüsse, Mandeln, gerösteter Sesam schmeckt auch sehr gut. Fertig ist dein Salat. Probieren, unbedingt probieren, rohe rote Beete.